Schlitz, ein verträumtes Städtchen im Vogelsberg. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Alle 2 Jahre feiern sie das Drachenfest, ansonsten herrscht idyllische Ruhe. Normalerweise, an diesem Freitagabend aber, ist alles anders. Gut, die Vogelsberg-Rallye ist regelmäßiger Gast. Doch in diesem Jahr wird erstmals eine Wertungsprüfung auf einem Stadtkurs gefahren. Zur Einstimmung erst einmal die Museumsflitzer. Auch sie haben noch ordentlich Feuer unter der Haube. Dann aber wird's ernst. Die knapp 90 Starter der deutschen Rallye-Meisterschaft sind an der Reihe. 4,51 Kilometer, 100% Asphalt, Dunkelheit. Und über 4000 Besucher am Straßenrand. Drehen wir also erstmal eine Runde durch Schlitz. Wir sitzen im Cockpit von Marcel Marc Raulich und Nadja Hartung. Minuten und 34 Sekunden benötigen die Osthessen für den Rundkurs. Nach der dritten Wertungsprüfung liegen sie in der Gesamtwertung auf Platz 18. In Führung nach dem ersten Abend Felix Herbold und Michael Kölbach mit ihrem Ford Fiesta S2000. Dröhnende Motoren, das Driften der Reifen und was fürs Auge. Die Rallye-Fans im Borgenstädtchen Schlitz kommen auf ihre Kosten. Weiterer Höhepunkt, bunte Feuerwerksraketen schießen in den Nachthimmel. Nach knapp 3 Stunden ist alles vorbei. Die Rallye-Karawane zieht weiter. Am Samstag unter anderem nach Ulrichstein, Storndorf, Willows und Alsfeld. In Schlitz dagegen herrscht wieder idyllische Ruhe.